Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Als erstes mal einen schönen Freitagnachmittag und einen schönen Rutsch ins Wochenende somit. Und gestern schöner Livestream gewesen zum 3.1 Update. Wir hatten ordentlich die Crate ausgestattet und danach hatte ich die ja dann nochmal umgebaut und wir sind gerade im System, wo das Community Event stattfindet. Da habe ich gestern einiges getestet. Ich war gestern noch viel unterwegs, weil ich jetzt noch die 2 Tage frei hatte. Sonst hätte ich auch nicht bis früh um 4 noch Materialien sammeln können und sämtliche Ingenieure abgeflogen bin und Kram gemacht habe. Und habe die Challenger gekauft und ausgestattet und die Crate mit Strahlenlaser vollgeballert. So. Nun ist es so, ich sitze gerade in der Chieftain drin. Wir müssen mal bloß eine Sache ausbauen und zwar, ich gucke gerade, den Energieverteiler. Weil den teilen sich, den hatte ich direkt von der Chieftain genommen gestern, auch für die Challenger. Weil das beides ein Sechser sind. So, Energieverteiler einlagern, weil der halt schon voll modifiziert ist. Da habe ich den nicht nochmal modifiziert. Wenn die Station trotzdem kein passendes Teil da haben sollte, ihr kriegt immer dann ein E-Modul für das Modul reingesteckt. Dann, genau. So, jetzt hat die ein E-Modul drin. Wunderbar. Und jetzt kann ich den dann auch direkt für die Challenger nehmen. Genau. So, die Challenger, die Crate gucken wir uns später nochmal an. Nicht mehr heute, sondern im Laufe des Jahres. Und, nein, die nächsten Tage. Und ja, also ich bin jetzt, nachdem ich alle 3 Schiffe gestern noch bestimmt jeweils 1,5-2 Stunden geflogen bin, ganz schön hin und her gerissen und weiß nun wirklich nicht, welches ich unbedingt als Kampfschiff weiternehmen wollen würde. Die Chieftain, die ich gerade noch geflogen bin, super, absolut spitze. Ich muss jetzt nur noch echt eine ganze Weile gucken, wie ich die anderen beiden da zuteile oder zuordne für meine Spielweise jetzt. Ne? Das ist nicht für jeden gleich. Jeder spielt da ein bisschen anders, aber für meine Spielweise muss ich da nochmal genau gucken, wie ich die zuordne. Transfer zu Schiff, genau, wunderbar. Zack. So, jetzt haben wir hier, ich hatte hier auch schon gespiegelte, schlag mich tot, Militär, Gedöns, Komposit, Schotten drin, Legierung drin. Die habe ich wieder rausgebaut auf leichte Legierung, denn das Schiff war damit sehr, sehr schwer. Hatte zwar eine hohe Panzerung von über 2000 Punkten, aber war auch sehr, sehr schwer. Und ich habe die gestern Abend noch rausgebaut, bevor ich in die Chieftain eingestiegen bin. Jetzt weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen, ob die sich dann dadurch nochmal ein bisschen besser fliegt. So, hier ist noch nicht so viel drin. Ein paar Rumpfhüllenverstärkungen hatte ich noch mit eingebaut. Ja, weiß ich nicht, könnte man überlegen, die rauszubauen, würde nochmal ein bisschen an Masse verlieren. Was wiegt so ein Teil? 783 Tonnen, 8 Tonnen ungefähr wiegt ein so ein Ding und könnte ich dann nochmal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Denn die Challenger ist komplett geboostet, nicht so schnell wie die Chieftain. Die macht bei mir weit über 500. Die Challenger, ihr seht sie unten, um die 460. Also wenn ich die rausbaue, die 3, dann sind es 460 im Boost. Nun könnte ich überlegen, so habe ich es ja in der Chieftain gemacht. Da hatte ich ja den 6A-Schildgenerator, das ist der Chieftain. Der 6A-Schildgenerator, der noch eingelagert war, der auch für die, na, sag schon, für die Crate genutzt werden könnte. Und in der Chieftain habe ich aktuell ein B-Wave-Schild drin. Könnte man auch mal probieren, das hin und her zu tauschen. Und in der Chieftain ist es so, da habe ich keine 6er Schildzellenbank drin. Da habe ich die 4 dafür genutzt, um dafür Schildzellenbänke einzubauen. Ich würde jetzt mal gucken, gibt es hier denn 4er Schildzellenbänke? Gibt es sogar. Wunderbar. Okay. Das schon mal nicht schlecht. Denn, gucken wir gleich mal, ich baue die 6er mal ganz kurz raus. Dann könnte ich hier vielleicht auch einen besseren, ich lasse das mal kurz noch drin, einen besseren Treibstoffsammler einbauen. Der 3er, der ist nicht so pralle, wenn ich ehrlich bin. So.
Ich tausche das jetzt einfach mal aus. So, nicht wundern. Ich probiere einfach immer noch ein bisschen hin und her und bin echt sehr zwiegespalten, wie ich das mit den Waffen und alles drum und dran hier handhaben werde bei den beiden neuen Schiffen. Man bekommt auch die Crate, habt ihr mir schon geschrieben, habe ich dann auch gestern noch oder heute früh, ich weiß nicht mehr wann es war, gelesen, dass man die Crate auf, ja, relativ gut auf 60 Lichtjahre Sprungreichweite mit dem Guardian FSA Booster kriegt. Das ist natürlich ganz geil, ne? Mit so einem Explorerschiff unterwegs zu sein, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. So, das hätten wir. Zur Waffenaufhängung habe ich in die Salvenlaser eingebaut. Die sind alle bis auf, also die erste, ich glaube, die große und die zwei oder drei der Zweier sind auf Stufe 5 modifiziert. Ich bin gestern ewig noch bei Death's Hope rumgefahren, habe Selene auf dem Planeten gesucht und dann noch hin und her getauscht beim Trader. Da ging noch mal irgendwie 2 Stunden drauf. Jedenfalls sind die alle mindestens Anschlag Grad 4 bis kurz vor Grad 5. Bloß die Kleinen nicht. Also doch, die Kleinen auch. Die sind auch Grad 4 gepimpt. Und ich glaube, ja, die auch noch bis die zweite, mittlere, auch noch bis Grad 5 schon modifiziert. Und genau, der letzte Zweier-Salvenlaser und die 3-1er, die sind Anschlagkante Grad 4. Effizienz modifiziert. So, also die sind schon alle sehr gut modifiziert. Dadurch, dass es Salvenlaser sind und auch 7 Waffen, allerdings nur eine große, dafür 3 mittlere, 3 kleine, komme ich damit trotzdem ganz gut zurecht. Denn der Energieverteiler ist ja nur ein 6er. Das heißt, eine Nummer kleiner als bei der Crate, aber halt, wir haben den ja ausgetauscht, der gleiche wie bei der Chieftain, ist halt auch komplett auf Waffennachladung und so weiter modifiziert. Das funktioniert soweit sehr gut, wie ich finde. Hier ist auch ein 4A-Sensor drin, den hatte ich noch irgendwo mal gelagert. Der ist noch nicht so wahnsinnig gut gepimpt, aber hat irgendwie 11,5 Kilometer Reichweite. Deswegen habe ich hier den gerade noch drin. So, genau. Module, ja. Shields online. So, ich mache mal die beiden gerade aus. Das haut soweit hin. Genau, dann kann ich nämlich auch die 3 Schildzellenbänke, sind zwar nur 4er, kann ich aber anlassen. So, genau. Ich bin aktuell beim Community-Event, habe ich ja schon gesagt, wir fahren mal in der Zeit hoch, weil es dann gleich losgeht. Habe auch schon einiges eingesammelt, wie gesagt, war ein bisschen kämpfen, bin dann immer wieder hin und her geflogen und habe Waffen gewechselt und Module getauscht. Hat alles ein bisschen gedauert. Das Gute ist, die Founders World ist ja von hier aus nicht weit weg. 2-3 Sprünge höchstens. So, da nehme ich auch dran teil. Sieht ganz gut aus. Ja, okay, gerade bin ich nochmal zurück. 4,5 Millionen sind es jetzt genau, Top 25%. Aber da kommt noch einiges dazu, weil ich mit Sicherheit noch ein bisschen mehr testen werde. So, genau. Warte mal, kann ich noch was abgeben, ja. So, dann hätten wir hier alles und dann düsen wir mal mit der Challenger zum Abbaugebiet. Die Challenger darf oder kann halt auch kein... Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch so einen 6er oder einen 5er oder 6er FSA Guardian Booster mit einbauen. Der nochmal einiges an Energie schluckt, da müsste ich das Kraftwerk nochmal ein bisschen erhöhen, weil ich sonst nicht... Warum hängt der fest? Man weiß es nicht, weil ich sonst nicht genug Energie hätte. So, dann düsen wir da mal ganz schnell hin. Und dann bin ich gespannt, wie sie sich im Vergleich zu gestern fliegt. Ich hoffe nochmal einen Ticken wendiger, denn... Also ich fand die Crate nach ausgiebigen Tests dann, als ich dann alleine gegen sämtliche andere Schiffe gekämpft habe, schon nicht, da fehlt schon doch eine Ecke an Wendigkeit und Manövrierbarkeit im Vergleich zur Chieftain. Und die Challenger ist meiner Meinung nach eher so ein Mittelding zwischen Chieftain und Crate. Also ich fand zumindest gestern, wir schauen jetzt nochmal, die Challenger, trotz gepimpten allem drum und dran, nicht so wendig und
Wahrscheinlich ist es gerade noch so, dass ich auch mit der Chieftain, mit der ich ja schon weiß ich nicht wie viele tausend Piraten abgeknallt habe mittlerweile, einfach mehr eingespielt bin. Deswegen hatte ich die dann gestern nochmal hierher geholt, und um das nochmal zu testen. Und damit kam ich dann deutlich besser wieder zurecht, wahrscheinlich weil ich es einfach derzeit so oder so geübt bin, mit der rumzufliegen und da Piraten abzuknallen. Wir schauen nochmal. Wir schauen nochmal. Ja, genau. So. Okay, auf alle Fälle macht das schon mal keinen schlechten, wenn hier die 7 Waffen losgehen. Ja, schon eine geile Sache. Tja, und das mit den Strahlenlasern, das funktioniert bei der Crate auch gut. Wie gesagt, da sind alles Strahlenlaser drin, auch alle auf Effizienz modifiziert. Das hatte ich ja noch gemacht, bevor ich die Challenger gekauft habe. Denn für die 7 Waffen musste ich nochmal los Zeug besorgen gestern. So, kam da noch eine Frage? Nichts. Nichts. Ich schreibe das erste Mal mit dir. Wie darf ich dich anreden? So. Oh, Daniel, 3586. Sorry, wenn man immer in der Station ist, wäre es nicht schlecht, wenn man irgendwie einen Hinweis kriegt, dass man von jemandem angeschrieben wurde. Weil wenn das dann da oben verschwunden ist nach den 3 Zeilen, dann sieht man es ja auch nicht mehr. So, wir fliegen mal den an, genau. Ist eigentlich egal. Der eine gefährliche oder der andere gefährliche. Ist ja ein schöner Abbauring hier oder ein schönes Abbaugebiet, schön im Eisring drin, das gefällt mir immer sehr gut und wenig Schatten, ne? Also gestern einmal dann, nachdem zigmal hier reinfliegen und wieder rausfliegen, war einmal Schatten da hinten bei dem zweiten, aber gerade so an der Grenze, also der Planet wirft dank seiner Stellung und Neigung zur Sonne keinen so großen Schatten, dass man manchmal Pech hat, dass der halbe Planetenring im Schatten liegt. So, super. Wen haben wir denn? Und ich hatte gestern als... Oh, eine Clipper, super. Die Clipper-KI ist immer noch nicht überarbeitet. Die ist immer noch genauso beschissen wie vor dem Patch. Ja, auch so jetzt so beim bisschen rumfliegen. Also wenn ich die Pips so gestellt habe oder so, egal. Bei der Chieftain ist die Chieftain doch wendiger, finde ich. Bin halt nur ein bisschen überrascht. Also die Challenger ist trotzdem wendig und alles drum und dran und schnell und macht keinen schlechten, aber weil es ja vorher hieß, ihr legt nochmal bei allem eine Schippe drauf im Vergleich zur Chieftain, dachte ich, ja, okay, cool. So, dann probieren wir es mal. Ich nehme jetzt mal 4 Pips auf die Waffe, damit ihr seht, wie viel da von den Salvenlaser runtergeht, wenn da alles auf Effizienz modifiziert ist und der Energieverteiler auf Waffenkapazität. Ihr seht, da geht nicht viel weg, da kann ich fast ununterbrochen ballern, bis die Gegner kaputt sind. Das geht dann rucki zucki. Ja, die Clipper-KI, wie gesagt, weiß nicht, was da schief läuft. So, das war schon. Dann hatte ich gestern noch ein schönes Erlebnis. Da kam eine FDL rein und ich dachte, yeah. Die FDL war allerdings in einem Wing mit einer Crate. Dachte ich schon mal, okay, geil. Habe ich die Crate erst weggeballert, dann die FDL und da war ich gerade das erste Mal mit der Challenger unterwegs. So, ein paar Anacondas sind drin. Alter, was ist denn hier los? Junge. Guckt euch das mal an. Da ist ja ein Rudel Bums an Piraten hier. Na gut. Ja, also von der Geschwindigkeit her, von der Manövrierbarkeit, finde ich die Chieftain dann doch schon nochmal eine Ecke besser als die Challenger, wenn ich ehrlich bin. Und dadurch, dass ich mit der gefühlt auch besser navigieren kann, um die Schiffe, an die Schiffe ran, habe ich die dann auch schneller klein gekriegt. Wie gesagt, kann auch sein, dass das einfach ein bisschen Übung ist, die ich noch brauche mit den neuen Schiffen, aber man merkt es ja, ob das Schiff sich schneller dreht oder nicht schneller dreht. So, jetzt habe ich dann noch einen Fighter am Hintern.
Aber die macht gleich eh die Hufe hoch. Also Schaden teilt die schon sehr, sehr gut aus. Der Fighter trifft ja noch nicht mal richtig. Na komm, Platz. So. Noch eine andere. Schaden macht die natürlich ein bisschen mehr. Wobei, ich muss die ganzen Daten auf Coriolis nachtragen. Die aktuellen Chieftain-Daten, die aktuellen Challenger-Daten und die der Crate. Um zu sehen, wie viel... Oh, schade. Wie viel Schaden da die einzelnen machen. Da brauche ich es nicht selber zusammenrechnen. Da macht das Programm das für mich. Denn die... Chieftain hat ja einen großen Waffenslot mehr. Hat dafür einen mittleren oder einen kleinen weniger. Aber halt einen großen mehr, ne? Die hat zwei große. Oh, doch, einen Fighter rausgelassen. Ich hab gewundert, warum er den heranvisiert. So, denn auch die 6er Schildzellenbank gestern, wenn ich die gezündet hatte, die hat das Schiff mal ganz, ganz fix und ohne Probleme auf 150% überhitzt. Ist jetzt erstmal nicht so das Problem, aber wenn das beim Kämpfen vorkommt, dann kann es halt schon mal ein bisschen zu viel sein. So, ich gehe jetzt mal zurück auf 3 Pips auf die Waffen, 1,5 System, 1,5 Antrieb. Für Piraten muss man da aber nicht so viel rumspielen, wie ich finde. Bei den Pips, es sei denn, das Schild wird mal eng. Dann doch mal 4 auf System. Kann auch doppeln. Wieder aufgehört. Jo. Ach so, ist eine tödliche. Okay. Kein Wunder, dass die ein bisschen mehr aushält. Na komm, gehst du noch kaputt, bevor ich mein Schild verliere? Das wäre ganz nett. Nein, nicht dagegen fliegen. Gerade so. Gut, wunderbar, da kann ich ja direkt mal den Schildzellentest machen. Zünd mal eine kleine 4er. Dauert halt, ne, bei einem 6er Schild. Und die Schildbooster sind alle gepimpt. 941 Schildstärke jetzt bei der hier. Bisschen weniger als bei der Crate. Ein bisschen mehr als bei der Chieftain. Die Chieftain hatte ähnlich viel mit dem normalen Schildgenerator, mit dem 6C B-Wave Schildgenerator. Hat die ein bisschen über 700 Schildpunkte nur, aber es lädt sich halt deutlich schneller auf. So eine Überhitzung gab es jetzt hier nicht. Nicht mal ein ganzer Ring ist wiedergekommen, also vielleicht so irgendwas zwischen 25% und 30% vom Ring pro Schildzelle. Das Gute ist, man hat eine ganze Menge davon mit. So, was haben wir denn noch? Da ist noch eine Klippe. Irgendwo eine FTL oder sowas in der Richtung? Nee. Auch keines der neuen Schiffe. Wie gesagt, einmal eine Crate hatte ich. Die war im Verbund mit einer FTL. Die Crate hatte 107.000 ohne Scan. Aber der Scan hatte nichts ergeben. Also ich gehe mal von aus, eine Crate kann vielleicht auch locker 200.000 kriegen. Was habt ihr denn für einen Eindruck von vielleicht denen, die auch die Chieftain eine Weile geflogen sind, die Challenger jetzt oder die Crate, wie ihr die so im Verhältnis setzen würdet? Also ich würde für einen Kampf aktuell, ist ja erst ein Tag her, kann sich ja noch einiges ändern, aktuell fürs Kämpfen eher die Chieftain nehmen. Also nur mal von den drei Schiffen, es gibt natürlich noch andere Schiffe, aber wenn ich jetzt nur mal von den dreien ausgehe, erst die Chieftain, dann die Challenger und dann die Crate nehmen. Weil halt, wie gesagt, die Chieftain dann doch nochmal eine Ecke schneller ist im Kampf und wendiger und manövrierfähiger. Und trotz, die hat ja nur Impulslaser, aber die haut trotzdem enorm Schaden raus. Also, tja, bin mir jetzt auch sehr, sehr unschlüssig. Aber die klingt auch geil, die Challenger hier. Die macht keinen schlechten vom Sound. Alle Schiffe ja sowieso nicht. Ja, auch mit 3 Pips auf dem Waffen ist das kein Problem. Oh. Nick. Ja, die braucht auch ein bisschen länger, ja, die aus dem Knick kommt. Wenn ich so eine schöne Drehung drin hatte und die dann vom leicht rückwärts oder seitlichen Flug wieder ein bisschen nach vorne Gas geben soll,
Schub geben soll, dann dauert es meiner Meinung nach auch da ein Ticken länger. Wie gesagt, auch die Schubdüsen hier sind komplett gepimpt. Die sind genau die gleichen drin, die auch die Chieftain verbaut hat. Wahrscheinlich, die Chieftain ist wahrscheinlich allgemein jetzt nochmal einiges leichter. Habe ich jetzt nicht im Kopf, wie schwer die Chieftain ist. Sack. Hält aber auch viel aus und ist zwar nur Meister, hatte ich gestern auch noch mit einer, ich glaube, das war auch eine andere FDL dann noch, die so unfassbar viel ausgehalten hat, obwohl das auch nur irgendwie eine Kompetente war oder so. Die hatte anscheinend kompletten Rumpf verstärkt mit der besten Legierung da drin. Genauso die hier. Guck mal, was die aushält am Rumpf. Ne? Das ist bloß eine Meister-Gunship. Gut, das hält schon ein bisschen was aus. Aber so viel? Könnte sein, dass die dadurch durch ein Patch ein bisschen was angepasst haben, dass manche Schiffe halt einfach so oder so mal ein bisschen mehr aushalten. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber das ist dann schon manchmal echt ein krasser Unterschied. Einfach weiter aufs Kraftwerk gehen sollen. Mensch, jetzt hör doch mal auf zu düppeln. zeig euch dann auch nochmal in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich die Crate mit den Strahlenlasern. Die brutzelt wirklich erstmal alles weg von den Gegnern. Also, wobei ich aber da noch ein kleines bisschen irgendwas pimpen konnte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das war, aber da war noch nicht alles so hundertprozentig. Aber das meiste schon. Ich glaube, ein paar Laser, ich glaube, die kleineren Laser, die waren noch nicht so hundertprozentig modifiziert. Ja, auch jetzt zum Beispiel, da, wenn ich dann Schub gebe, da wäre die Chieftain wäre ich schon längst dran wieder mit an der Anaconda, also deutlich näher, als ich es mit der Challenger bin. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe wahrscheinlich auch durch die Infos, die es vor dem Patch gab, ich dachte, ey geil, eine Challenger, nochmal in jeder Belang eine Ecke besser als die Chieftain, Halleluja. Ja, aber ganz so finde ich es nicht. Ne? Dadurch, dass die nur einen großen Waffenslot hat, nimmt sich das meiner Meinung nach nicht wirklich viel im Vergleich zur Chieftain. So, da hinten haben wir noch eine tödliche Anaconda. Auch die nehmen wir natürlich noch mit. Hä? Was war das denn? Sein Wing-Kollege hier ist. Ich denke mal, B-Wave-Schilde würden der Challenger vielleicht auch nicht so schlecht stehen. Müsste ich mal testen, dass ich die einfach mal von der Chieftain rausbaue und hier die Challenger reinbaue. Oh, ey, wisst ihr. Hat ja bei mir auch eine Weile gedauert mit der Chieftain, bis ich mit der sehr gut oder gut fliegen konnte. Das ist halt immer nicht in 10 Minuten gemacht, sich mal mit so einem Schiff auseinandergesetzt zu haben und schade, keine FDL oder sowas drin. Und die dann unter Kontrolle zu haben, richtig im Kampf. Ein Dreierwing.
drei Python? Ne, plus zwei und irgendwas anderes. Ach, herrje. Eieiei. Captain Hector. Oh Gott, bitte. Na klar, zwei Python und das Assault Ship. Probieren wir es mal. Hatte ich die schon gescannt? Nee, ne? Hab ja noch ein paar Düppel, habe ich ja noch mit. Okay, zumindest die erste Python geht schnell runter. Nee. Was war das? Ein Soul Chip. Komm schon. Erstmal die Püder noch. Nice. Ah, ich habe hier keine mehr. Schlecht. Keine Schildzellen mehr. Fuck. Nee, sorry. Da mache ich mich jetzt vom Acker. Das bringt nichts mehr. Kein Bock jetzt hier die ganzen schönen Credits zu verlieren, die ich schon eingesammelt habe. Da sind ja noch bestimmt irgendwie 8 Millionen oder so aus einem anderen System dabei, die ich bis heute noch nicht abgegeben habe. Tja, also wie gesagt, bis zu dem Stand jetzt mein Favorit, trotz also der drei neuesten Schiffe, Chieftain, Challenger und der Crate, würde ich Stand jetzt die Chieftain allen beiden vorziehen. Trotzdem die Creighton Fighter Hangar, aber die, wie gesagt, gucken wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Die hat hier nun die Strahlenlaser drin, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ja, ich fliege mal zurück. Bastel bestimmt nochmal ein bisschen irgendwie rum. Muss mal zu Carglass. Weiß nicht, kommen die auch hier hin? Mal fragen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende erstmal oder erstmal einen schönen Freitag. Wetter wird ja wieder gut am Wochenende. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.